Vom Feinsten. Wir sind die Lausitz, der Podcast. Hallo, hier ist Holger Wehmhoff und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Vom Feinsten für alle Lausitzerinnen und Lausitzer und genau von denen und vor allem für alle, die sich immer schon für diese wunderschöne große Region in der Mitte Deutschlands begeistert haben und vieles dort noch entdecken möchten. Wir haben Sie, Dr. Koch, der Kulturbeauftragte für die gesamte Lausitz, eingesetzt von der brandenburgischen Landesregierung, und ich letzte Woche schon an eine wundervolle Tradition herangeführt, die des Wandermarionettentheaters. Eine vor allem in Mitteldeutschland sehr ausgeprägte Tradition, deren Motto ist: Tradition pflegen heißt nicht Asche aufbewahren, sondern Glut am Glühen halten. Frei nach Jean Jaurès. Sehr schönes Sprichwort, das hier unbedingt zutreffend ist. Und tatsächlich, für viele Menschen stellte früher der Besuch eines Marionettentheaters den wirklich allerersten Kontakt zum Theater überhaupt dar. So reisten doch um 1900 ca. 150 Marionettenbühnen in und um Sachsen und boten mit rund 20.000 Vorstellungen im Jahr, besonders im ländlichen, aber auch im kleinstädtischen Raum, fast das einzige Kulturangebot überhaupt an. Bereits da wird deutlich, welch wichtigen, welch bedeutenden Anteil das Wandermarionettentheater am Gesamtangebot, was Theater angeht, in dieser Region überhaupt darstellte. Und besonders im mitteldeutschen Raum hat das Wandermarionettentheater bis in die jüngste Vergangenheit und auch heute noch das Theaterangebot im ländlichen Bereich geprägt. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren große, traditionelle und berühmte Marionettentheaterfamilien unterwegs. Allein zwei Legenden, Roswitha und Kurt Dombrowski, haben von 1953 bis 1993 rund 10.000 Vorstellungen in rund 500 Orten Mitteldeutschlands mit ihrem Wandermarionettentheater gegeben. Letzte Woche war Dr. Uwe Koch im Landkreis Elbe-Elster unterwegs, in einer wunderschönen kleinen Fachwerkkirche in Gut Saathain, und ist jetzt etwas weiter gereist, an dieser Tradition des Wandermarionettentheaters festhaltend, und zwar nach Saxdorf am Pfarrgarten, wo er das Vorstandsmitglied des Kunst- und Kultursommers Saxdorf Vereins getroffen hat, Andreas Pöschel. Und das an einem wunderschönen Sommertag. Der Garten ist voller Pflanzen, exotischer Pflanzen, heimischer Pflanzen. Es wuselt vor Insekten. Hier haben zwei Herren ihr Meisterwerk sozusagen hinterlassen, und man erlebt diesen Garten und dieses Pfarr- und Kirchenensemble in einer ganz speziellen Art und Weise. Und der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Ort zu bewahren, diesen Ort zu erschließen für viele Besucher. Und er wird auch Gastgeber sein für das Lausitz-Festival mit einer Veranstaltung in diesem Jahr. Ja, wir haben eine Veranstaltung am 7. September innerhalb des Dekalogs. Und zwar mit dem fünften Teil, Du sollst nicht töten. Und ich denke, man sollte aber nicht nur wegen des Films nach Saxdorf kommen, sondern, wie Sie schon vorstellten, wir haben hier auf 7000 Quadratmetern ein Refugium, das 3000 Pflanzen zeigt. Und ich denke, in dieser Zusammenstellung, in dieser Atmosphäre findet man das in Deutschland nicht noch einmal wieder. Und insofern haben die beiden, Karl-Heinz Zahn und Hans-Peter Bethke, ein Erbe hinterlassen, was eine Herausforderung für uns alle ist als Verein. Aber wir sind da mit Enthusiasmus dabei und ich denke jetzt auch schon sehr erfolgreich, dieses Erbe wirklich fortzuführen. Und ich selbst habe am Wochenende Dienst gemacht und ich begrüße dann immer Gäste aus Sachsen, aus Berlin, aus Brandenburg. Gestern war auch aus Bayern Gäste da, und die total begeistert sind. Und die sich nicht vorstellen können, dass man in dieser ländlichen Landschaft dann auf einmal auf so einem Gartenkunstwerk trifft. Ja, wir sind auch immer Gastgeber des Internationalen Puppentheaterfestivals, das seit 1999 hier stattfindet im Elbe-Elsterland. Und wir haben dann immer die Besonderheit, dass wir ein Puppenspiel mit musikalischem Hintergrund haben. Also entweder ist eine Oper, die hier aufgeführt wird, oder ein Singspiel. Also das ist immer das, was das Typische für Saxdorf ist, um auch die Brücke zu schlagen auf die laufende Konzertsaison, die wir hier durchführen von März bis Dezember. Wunderbar. Also die Brücken sind ja hier zahlreich. Einmal sozusagen ein gestalteter Raum. Im weitesten Sinne ist es ein Landschaftsraum, wenn man an die Lausitz denkt, die auch eben für Pückler, für große Gartenkreationen steht, so steht sie eben auch für diesen wunderbaren Pfarrgarten.
Und gleichzeitig steht dieser Ort eben auch für eine herrliche Kirchenbautradition. Wir haben vorhin gerade in diese Kirche reingeguckt, die mit unwahrscheinlich interessanten mittelalterlichen Wandmalereien versehen ist und einen herrlichen Altar besitzt. Also dieser Ort lohnt. Und das Thema Puppenspiel, das ist hier auch überall präsent. Das ist ein Stück lebendiges Kulturgut. Wir hatten ja vorhin schon das Gespräch in Saarheim, wo wir auf die Identität der Region zum Sprechen kamen. Und das Genre-Puppenspiel wird hier wirklich im Elbe-Elster-Land gelebt. Wir haben die Historie, die wir im Museum in Liebenwerder zeigen. Wir haben aber auch den Alltag. Wir haben also 5 aktive Puppenbühnen, die hier leben und von hier aus in die Welt fahren. 3 Profibühnen und 2 Amateurbühnen. Und wir haben auch das Puppenspiel in Schulen verankern können. Das heißt also, in 3 Schulen werden unter Anleitung der Puppenspieler aus der Region wird Puppenspiel gelernt, aufgeführt, gelebt. Und das ist, denke ich, sehr schön, dass man also nicht nur die Tradition hat, sondern auch den Alltag und dann natürlich mit dem Festival den Rahmen, um Welt hierher zu holen, um dieser Region die Welt des Puppenspiels zu zeigen. Prima, vielen Dank. Wir hatten gerade eben schon angesprochen, die Tradition in der Verknüpfung mit dem Leben heute, das Wandermarionettentheater, das Puppenspiel, eine regionale Besonderheit, eine Tradition, die man hier im Landkreis Elbe-Elster erleben kann. Dort, wo man es ganz besonders hautnah spürt, das ist das Museum in Bad Liebenwerda. Und derjenige, der seit Jahren diese Tradition bewahrt und weiterführt, ist Herr Uschner, der als Museumsmann nicht nur, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, sozusagen auf das schaut, was in seinen Magazinen ist und in seinen Vitrinen ist, sondern der eben auch mit vielen Puppenspielern aus der Region in einem engen Dialog stand und steht, um diese Tradition zu bewahren und zu erschließen. Tja, das ist eine lange Geschichte. Wo soll man beginnen? Das jüngste Ereignis, das man nochmal hervorheben sollte, also das Elbe-Elster-Land steht für gelebtes, immaterielles Kulturerbe. Das Puppenspiel an sich, also insbesondere das Kasper-Theater als Spielprinzip, ist seit dem Frühjahr in diesem Jahr immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Und da knüpfen wir an und schauen in die lange, über 200-jährige Geschichte, Tradition des Puppenspiels hier im Elbe-Elster-Land. Mittendrin zwischen Dresden, Leipzig und Berlin, das ist wie so ein schlagendes, pochendes Kulturherz, das dann ausströmt mit seinen Puppenspielern über all die Jahrzehnte, Jahrhunderte bis auf die Märkte, auf die Messen in Leipzig, Dresden, Berlin bis nach Breslau, also im heutigen Vroclav. Und diese Geschichte kann man erleben und nachvollziehen im Museum in Bad Liebenwerda. Und dort blicken wir in der neuen Ausstellung Kaspers Welten auch über den Tellerrand hinaus. Wir schauen auf die Puppenspieltraditionen in Europa bis hin nach Asien, wo ja doch die Tradition viel länger, eine mehr als 1000-jährige Geschichte, die man da erleben kann. Also diese Vielfalt ist im Museum erlebbar. In Asien ist es Weltkulturerbe, hier ist es immaterielles Kulturerbe und das stellen wir dar. Ja, erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu dieser Eintragung als immaterielles Kulturerbe in Deutschland in die Liste eingetragen zu sein. Das war ja kein Spaziergang und das ist, glaube ich, etwas, was sich aber auch lohnt, weil Sie haben mir mal bei einem Besuch sehr anschaulich im Museum gezeigt, wo diese Geschichten herkommen, wie alt sie eigentlich sind, dass die Tradition dieses wunderbaren Kulturgutes eben schon bis weit in die Reformationszeit auch nachvollziehbar sind. Und ich darf das verraten, für mich eindrücklich und sozusagen nachhaltig verankert, dieser Vergleich des Krokodils mit dem Blick in den Höllenschlund und dem Kasper, der sozusagen ein Stück weit die Angst des normalen Bürgers vor dem Höllenschlund repräsentiert und seinen ewigen Kampf gegen alle Widernisse und Befürchtungen und Gefahren des Lebens. Ja, wir schauen in der Ausstellung bis in die Reformationszeit zurück und sehen die Wurzeln der lustigen Figur eben im Narren, im Hans Wurst,
der letztlich im 18. Jahrhundert verboten wird in Deutschland und aber weiterlebt im Marionettentheater, im Handpuppenspiel im 19. Jahrhundert, wo auch der Name wechselt vom Hans Wurst zum Kasper und heute aus dem deutschen Sprachgebrauch, aus dem Theaterspiel nicht mehr wegzudenken. Es ist einfach ein Stück unseres Kulturgutes, gehört dazu und ist lebendig. Trotz aller Verbote, sei es in sächsischer, preußischer DDR-Zeit, der Kasper lebt und ist lebendig. Ja, das ist eine sehr volkstümliche Figur und sie im Museum sozusagen auch in ihren Wandlungen zu erleben und dieser Anknüpfungspunkt an andere europäische Regionen ist total faszinierend. Die Begegnung mit dem Kasper ist aber auch eine, die eben mitgeht, mit den Menschen mitgeht. Also wir haben vorhin in Saarteilen auch darüber gesprochen, der Kasper ist vielleicht auch viel lebendiger, als wir es gemeinhin glauben. Also er wird nicht nur durch den Puppenspieler lebendig, sondern vielleicht steckt er auch ein Stück weit in jedem selber drin. Ja, jeder hat seinen Witz und Humor und den bringt man an den Mann oder heute auch an die Frau. Man muss das ja gleichberechtigt betrachten, also aber eigentlich ist er ganz lebendig für die Kinder. Und ja, das versuchen wir mit diesem im gesamten Landkreis, in vielen Dörfern und Schulen, sich widerspiegelnde Puppenspiel. Überall wird gespielt. Es gibt diese Schülerarbeitsgemeinschaften. Wir haben am Museum eine eigene Bühne, die sich den Ursprung, den Beginn des Puppenspiels in Form des Schattentheaters in der Region widmet. Ist eine ganz tolle Geschichte. Es gibt Angebote, Schattentheater aus dem Schuhkarton, wo man Kinder schon frühzeitig begeistern kann für diese lange Tradition und die nehmen das mit. Also wir haben ja mittlerweile jetzt schon über 2-3 Jahrzehnte, wo wir dieses Kulturgut auch pflegen und das kehrt wieder. Also die Kinder sind erwachsen geworden und bringen ihre eigenen Kinder wieder mit ins Museum. Viele wohnen längst sonst wo in Deutschland und berichten eben über diese Tradition des Puppenspiels hier im Elbe-Elster-Land und das begeistert. Und ja, das braucht eben auch seine Zeit. Selbst dieser Antrag auf immaterielles Kulturerbe, das ging über 5 Jahre. Ja, oft muss eben dann auch der Prophet von außen kommen. Und in dem Fall war es das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, das gesagt hat, wollen wir nicht. Und irgendwann passte alles vor Ort und in den Ministerien und darüber hinaus. Und dann haben wir es gemeinsam realisiert. Ja, wunderbar. Aber das Thema Kasper-Theater, Sie haben es gesagt, ist natürlich ein faszinierendes Metier, was viele Kinder anspricht. Aber das Wandermarionettentheater kommt ja auch für Erwachsene traditionell daher. Und ich habe mich auch davon überzeugt, dass also auch selbst solche Bühnenstücke wie Don Giovanni oder der Freischütz mit Marionetten aufgeführt wurden und auch sozusagen so Kultur transportiert wurde von den Wandermarionettenbühnen, die über das Land zogen, von einem Gasthof zum nächsten. Ja, das Jahrmarktstheater oder das traditionelle Wandermarionettentheater, das von Dorf zu Dorf zog, widmete sich schon vordergründig dem Erwachsenen. Es waren vorwiegend Abendvorstellungen. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Man ging dann mit und war dann dabei und die Figuren wurden lebensgroß auf der Bühne im Dorfgasthof. Nur leider ist diese Tradition eben nicht mehr so lebendig. Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal begegnet sind, aber es war irgendwann in den 90er Jahren und da haben Sie mich zu einem dieser Puppenspieler mitgenommen, nämlich zu Karl Gerhold. Und ich habe seine Werkstatt, sein Metier, sein Umfeld sehr lebhaft in Erinnerung. Das ist sozusagen ein Vertreter, ja einer der letzten Vertreter seiner Zunft, der über diese große Tradition sehr anschaulich auch noch berichten konnte. Und aus seinem Nachlass sind viele Teile heute im Museum, werden im Museum bewahrt. Aber das traditionelle Wandermarionettentheater ist eben etwas, was fast ausgestorben ist mit den Dynastien, die es über Jahrhunderte getragen haben. Wir haben vorhin in Saarteilen uns darüber unterhalten und haben auf Grauper verwiesen. Da sind die Wurzeln sozusagen dieses Wandermarionettentheaters auch noch zu identifizieren, aber auch diese Orte sind nicht mehr Orte lebendiger Pflege sozusagen des Theaters. Ja, das Elbe-Elster-Land liegt wie in einem Spinnennetz.
Aus allen Herren Ländern bündeln sich hier Straßen, begegnen sich, greifen ineinander und in diesem Spinnennetz, da positioniert sich das fahrende Volk vor Jahrhunderten. Ja, fernab der öffentlichen Gewalt, der großen Städte, aber auch schnell wieder dort, um zu spielen. Und eine dieser Straßen ist die alte Poststraße Dresden-Berlin und an ihr, in dem kleinen Dörfchen Kaupa, in einem Vorort Kaupas eigentlich, im Kiez, im sogenannten Kiez von Kaupa, dort lassen sich reisende Komödianten um 1765 erstmalig nachweisen, nehmen dort Quartier. Man muss dann also einen Wohnort nachweisen und 1785 taucht dann die Familie Richter auf und die wird zur tragenden Familie. Man spricht nur noch von Puppenrichters, überregional. Puppenrichters aus dem Elbe-Elsterland, die dann diese Kultur in die Dörfer und Kleinstädte tragen. Und das Phänomen Erwachsenenstücke, man sitzt, ich sag mal, in Dresden in der Oper und bricht dann diese großen Stücke für das gemeine Volk herunter. Oder wie man sagt, man wird sie wesentlich verbessern, verkürzen und verbessern, für das Verständnis des gemeinen Mannes. Ja. Und das trägt über 200 Jahre und funktioniert sehr gut. Ja, faszinierend finde ich ja auch, dass letztendlich auch das Barocke sich sehr stark in diesen Bühnenbildern auch dokumentiert hat. Also man hat sich inspirieren lassen von der großen barocken Inszenierung bis hin zu Effekten und aber auch musikalische Begleitung. Ja, das ist einfach auch eine Illusion von dieser großen Welt, von der großen Stadt. Also ich denke da oft an meine Großmutter, die ist auf dem Dorf groß geworden und sprach ihr Leben lang, wenn es ums Reisen ging, von Halle. Ja, das war ihr großes Erlebnis. Da ist sie einmal im Leben in die Stadt gekommen, in die große Stadt. Und weiter kam man nicht vor 100 Jahren. Man ging dort in Stellung, beim Lehrer oder bei einem Angestellten, mal so ein, zwei Jahre und dann ging es wieder zurück. Diese Illusion, was man in der Stadt erleben konnte, gerade das barocke Dresden, das war ja was Erhabenes, was Besonderes. Und das auf gemalten Bühnenprospekten in den Dorfgasthof zu tragen. Und diese originalen Bühnen waren ja 7 Meter breit, 4 Meter hoch, 4 Meter tief, riesige Holzkonstruktion. Und davor diese gemalte Semperoper, wie man es heute noch erleben kann, mit dem Rollvorhang, da hebt sich und in der Zentralperspektive entsteht dann also eine Sicht, dass die Figuren lebendig und groß werden. Das muss man erleben. Im dunklen Dorfgasthof. Und einmal im Jahr machen wir das noch. Ja. Am Wochenende vor Ostern. Ah ja, das muss man sich merken. Also bitte im Kalender anstreichen fürs nächste Jahr. Also faszinierend. Ich muss sagen, das ist eine großartige Geschichte, die es verdient, viel stärker bekannt gemacht zu werden. Und die Basis, die Sie vorhin erwähnt haben, warum das gerade hier passierte, das ist auch wieder etwas, was wir an vielen Stellen der Region ja auch identifizieren können. Handelswege, die sich kreuzen, Menschen, die sich treffen, Kulturen, die sich beeinflussen. Auch das eben in dieser Form des immateriellen Kulturerbes. Ja, also ich kann nur alle einladen, vorbeizuschauen. Und wenn ich jetzt so an die Zukunft denke, das Lausitz-Festival findet das zweite Mal statt, hat viele interessante Angebote. Wäre das vielleicht auch denkbar, dass man mal diese Tradition des Wandermarionettentheaters mit dem Lausitz-Festival verbindet? Ja, man sollte das auf jeden Fall miteinander verknüpfen, weil Puppenspiel ist ein Botschafter der Region, ein Botschafter der Lausitz und warum nicht in andere Städte zwischen Zittau und Wittenberg tragen. Ja. Wunderbar, ein schöner Impuls und ich danke Ihnen herzlich und ich hoffe, dass viele Besucher nach Elbe-Elster kommen, um diese großartige Tradition zu erleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Uwe Koch, Kulturbeauftragter für die gesamte Lausitz, der ganz im Zeichen einer der wichtigsten Kulturtraditionen in der Lausitz unterwegs war. Stichwort Puppenspiel, Stichwort Wandermarionettentheater. Im Rahmen übrigens des mittlerweile schon 23. Internationalen Puppentheaterfestivals im Elbe-Elsterland 2021 findet auch am 25. September ein Gastspiel in Saxdorf statt. Zwischen 16 und 17.30 Uhr am 25. September und wie eben schon gehört, auch im Rahmen des Lausitz-Festivals gibt es dort einen wichtigen Termin am 7. September zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr im Saxdorfer Pfarrgarten
mit Dekalog 5, einem der berühmtesten Filme von Krzysztof Kieślowski. Im Rahmen des Lausitz-Festivals, das ist übrigens ein gutes Stichwort für uns, denn in der nächsten Woche geht es dann endlich los mit der zweiten Ausgabe des Lausitz-Festivals. Mitte nächster Woche mit einem Konzert mit einem Weltstar, mit Elina Garanča, die in Cottbus auftreten wird. Das ist der Startschuss für über 3 Wochen Lausitz-Festival. Da hängen wir uns natürlich dann vor allem dran ab nächster Woche. Deswegen hoffe ich, sind Sie bei der nächsten Ausgabe zum nächsten Wochenende wieder dabei. Vom Feinsten. Wir sind die Lausitz, der Podcast.